Kapitän Schwarzbart, Horst Holzbein, der einäugige Ole und Matrose Ben warteten ungeduldig am Hafen von Tortuga auf den Rest der Mannschaft. Hast du nicht gesagt, in 3 Tagen am Schiff? Ja, behalt die Nerven, Holzbein. Heute ist so ein schöner Tag. Lass uns noch etwas die Ruhe genießen, bevor diese Landratten wieder an Bord kommen. Schwarzbart lehnte sich entspannt gegen den Mast der Flotten Lotte und blickte gegen die Sonne. Hey, Ben! Magst du mir helfen, die Flotte Lotte glas Schiff zu machen? Ben stapfte Ole nach und griff wie gewohnt zu einem Schrubber und dem dazugehörigen Eimer. Nein! Du sollst nicht das Deck schrubben. Du kannst mit mir einen Blick auf den Kompass werfen. Ach so. In der Zwischenzeit setzte sich Holzbein neben seinen Kapitän, der in die Weite starrte. Alles in Ordnung, Schwarzbart? Fragte Horst Holzbein. Aber der Kapitän rührte sich nicht. Kapitän! Beim Klabautermann, was ist los? Bleib ruhig, Schwarzbart. Holzbein legte besorgt die Hand auf die Schulter seines Kapitäns. Alles in Ordnung? Wir werden noch nicht in unsere Heimat aufbrechen. Und wohin treibt es dich? Schwarzbart schaute seinem Freund entschlossen in die Augen und sagte: Wir werden diesem Mythos Wilde Wander endlich ein Ende bereiten. Wir werden nach Hause zur Seebäreninsel zurückkehren, beweisen, dass diese absurden Geschichten nur Seemannsgarn sind. Währenddessen hatten Ole und Ben einen neuen Kurs geplant und sahen zufrieden auf das Meer hinaus. Jetzt sag doch mal, Ben, wie konntest du noch mal die Schatzkarte entschlüsseln? Matrose Ben klotzte den einäugigen Ole ungläubig an. Ich hab sie gelesen. Bei allen Küstenschiffern, ja! Du hast sie gelesen! Aber wie? Ben schien überfordert mit dieser Frage und überlegte, wie er Ole verständlich machen sollte, wie man liest. Also da stehen doch so Buchstaben und die habe ich mal gelernt. Heiliges Kanonenrohr! Die konnte ich doch auch sehen. Also die Buchstaben. Aber woher wusstest du, wie man die liest? Wer hat dir diese Sprache beigebracht? Die Männer sind da! Mist! Alle Mann an Bord! Aber jetzt im Schweinsgalopp! Sonst schicke ich euch zu den Haien! Wo geht es hin, Kapitän? Richtet den Anker! Setzt die Segel! Neuer Kurs! 179! Ole traute seinen Ohren nicht. Das war nicht die Route zur Seebäreninsel. Was liegt denn an, Kapitän? Wollte Ole wissen. Immerhin war er der Steuermann. Unsere Abenteuer haben erst begonnen.